wenn das okay wäre. Was war denn da jetzt, wo wir jetzt nochmal die 8 Stämme für brauchen? Der Schrank im... Drin ist ein Schrank. Ach so. Gehst du mal gerade da weg, bitte? Warte. Ja. Müssen da gleich fest, am besten rechts da durchs Wasser rum. Oder ein bisschen Slalom, weil ich werde hier ein bisschen... Oh, gehen wir noch ein paar Bäume kloppen. Falsche Zeit, falscher Ort, Herr Leguan. Ich brauche Hecken. Könnten auch noch ein paar Palisaden. Lass uns erstmal gucken, wie die Fallen jetzt hier wirken. Hinklatschen. Daniel, alles, was bei mir nicht mehr auf den Schlitten passt, das lasse ich einfach mal hier fallen. Das kannst du dann auch noch rein. Bring noch Äste mit, Sarah, ne? Wenn du voll, den nicht voll hast. Ja. Okay. Da, irgendwo. Ja, hier unten am Wasser liegen nämlich auch noch einsame Baumstämme. Daniel, ich glaube, du hast auch voll. Ah ja, gut. So, ein paar Stöcke noch suchen. Wir müssen auch, wenn wir das nächste Mal Bäume schlagen gehen, erstmal hier mal einmal durch den Wald gehen und mal gucken, wo hier überhaupt noch Holz auf dem Boden liegt. Ja. Oh, hier müsste Falle aufgerichtet werden nachher noch. Ne? Mach ich auch bequem. Ja, also ich habe Stöcke jetzt voll. Ja, vorne warten halt Sachen auf ihre Bestückung. Ja, ich richte jetzt erstmal hier die eine Falle wieder auf. Ja.
Kann man eine Schädellampe mit... Oh, fuck, ich dachte, die wäre noch nicht fertig. Ja, ich habe jetzt gerade keine Stöcker mehr. Ich aber, alles gut. Hast du eine Schädellampe mitten in die Falle gestellt, Peter? Nein, die Schädellampe, die Falle mitten in die Schädellampe. Aber das ist egal. Sonst hätte ich die Falle ja da nicht hinbauen können. Ich empfehle, mit dem Schlitten außen rumzufahren. Von der, wenn du auf unser Lager zufährst, rechts rum. Da müsste genug Platz sein. Oh Peter, ich leg mal hier jetzt gerade noch zwei Baumstämme ab und geh mal meinen Schlitten nochmal vor. Ja. Also die Fallen bestückt oder was? Mit Baumstämmen, ja. Ja, das meine ich, ja. Schon fast in unserem ersten IKEA-Schrank stehen. Und das ohne Imbusschlüssel. Schränke sind echt ein Platzwunder. Da kannst du so viel reinstellen. Ihr werdet es ja nachher sehen. Vorsicht, Baum fällt. Ein Stock, zwei Stöcke fehlen hier noch. Ah, da hinten sehe ich schon noch welche. So, die Fallen am Strand sind jetzt scharf. Ich geh mal zu Sarah, nicht, dass sie irgendwo da noch hinter Ärger hat.
Also ich bin jetzt auf dem Rückweg. Bin gerade durch irgendeine scheiß Falle gefahren, weil man hier überhaupt nichts sieht. Und jetzt liegt der Schlitten in der Falle. Das ist doof. Ich habe... Sollten wir da vielleicht auch noch ein paar Fackeln aufstellen, wa? Ja, besser ist das. Und der Dichte der Fallen. Fehlten euch jetzt noch Stöcke drin irgendwo? Bestimmt. Oh, ich habe ja einen Leguan auf der Tasche. Ach so, da kann man Rüstung drauf aufbewahren, okay. Wir könnten schlafen. Ja, dann machen wir das doch. Dann gehen wir jagen, Sarah, morgen früh. Ich muss doch kurz was essen. Ja, hab ich auch dabei dann. Ist doch morgen. Dann schlafen wir. So, essen, trinken, glücklich sein. Das ist ein Plan. Schnell die Bären voll machen. Bären voll. Hier ist noch ein bisschen. Ja, hinten an den drei Stellen ist auch notfalls auch noch was, ne? Außerdem habe ich noch einen vollen Wasserschlauch und noch Sattgetränke. Achso, Daniel, wolltest du jetzt mit zum Jagen? Ja, ich komme mit. Weil sonst neige ich dazu, noch mehr Möbel da ins Haus zu stellen. Ja, da könnten auch schon mal Mutanten rumhängen. Ich glaube, mittlerweile können überall Mutanten rumhängen. Ja. Das ist, glaube ich, auch sogar ungefähr die Richtung, wo noch eine besagte, unbekannte Mutantenart sein Unwesen getrieben hat. Weil das kann sein, dass die Mutantenform rausgepatcht worden ist. Ach, der Schlitten. Ach, der andere Schlitten. Wir müssen ein ganzes Stück den Strand lang. Falls euch noch kleine Steine fehlen, könnt ihr die auch noch sammeln. Für die Zwille. Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch den Bogen ausgerüstet statt der Zwille. Hast du auch Pfeile? Das hier ist aber keine Höhle, oder? Nee, ich dachte gerade. Reh am Strand. Reh am Strand. Alter, bleib einfach stehen, ich fass es nicht. Wenn du schnell genug ran bist und die einmal mit dem Speer hackst, dann haben die so gut wie keine Schnitte mehr. Nee, wahrscheinlich stinkst du einfach unfassbar und das Reh ist dann... Ich habe meinen Mutanten gegerbt, ja.
komatösen Zustand. Bleib mal gerade kurz stehen, bitte. Kurz AFK. Also wenn wir weiterbauen, würde ich sagen, ist das Haus irgendwann, gehört das zu uns, zu den Weltwundern. Das ist jetzt der Fuß vom Koloss von Rhodos, den wir bauen werden. Riesiger hölzerner Roboter. Ja, der rechte Fuß muss dann auf die andere Insel. Und dann wird das... Ja, also auf jeden Fall anspruchsvoller Plan. Boah, ich war jetzt fast geneigt, hier schon die Axt rauszuholen und den Baum zu fällen. So sind wir... So konditioniert. Ist das. Ja, genau. Oh, jetzt geht's hier hoch. Oben gibt es auch Waschbären, die braucht man übrigens auch für den Wärmeanzug. Okay. Hattest du nicht vorhin gesagt Eber? Ja, dies habe ich leider tatsächlich noch keinen gesehen. Soll es auch... Nein, hier... Wärme. Du hast vorhin gesagt, man würde für den... Du brauchst Wärme... verdammt viel Fell für diese Viecher. Verschiedenes. Was läuft da? Karnickel. Na gut. Dreh voraus! Boah, wie es einfach stehen bleibt, unglaublich. Ich bin einfach schnell. Ich glaube, das ist gerade da gespawnt. Waschbär, stopp, bleib stehen. Dreh! Bleib hier, Kleines. Sonnenhut zu haben, das klingt aber witzig. Hm? Sonnenhut. Pilz oder was? Nee, das ist eine Blume. Kannst du sammeln. Die ist irgendwo gerade noch ein Reh gelaufen. Wird sich wohl vor Angst die Klippe runtergestürzt haben. Oh, hier sind Stöcke, die nehme ich mal noch mit. Ah, ist für Energiemischung, okay. Ja, Ausdauer erhöhen, genau. Und noch ein See. Oh, jetzt habe ich die falsche Axt. Hast du was erwischt? Ja, ein Leguan, der direkt vor mir saß, aber in Daniels Richtung geguckt hat. Wahrscheinlich auch mein Entsetzgesicht lustig gemacht. Peter, Reh rechts von dir. Ah. Ich treib's zurück. Beziehungsweise ihr legt's direkt. Na siehste.
Ein ganz ergiebiges Jagdgebiet, ne? Ich habe es gerade auf die Fische erwischt. Ich meine, hier wäre irgendwo auch ein Höhleneingang gewesen. Ja, wenn er jetzt da runter geht, kommt in das andere Tal, wo wir immer sonst links rumgegangen sind. Da habe ich auch die Höhle markiert, in grün. Hier machen auch viele ihr Lager. Kannst es halt nach links und rechts sichern. Sekunde, wir sehen dich nicht, Hase. Am Strand unten flanieren auf jeden Fall ein paar Eingeborene vorbei. Aber ich komme zu euch runter. Hier weißt du, der Schlucht, da kannst du schön dicht machen, links und rechts. Kannst gut campen. Aber ich sehe leider hier kein Wild mehr. Dahinter dir ein Leguan. Leguan? Ja, rennt gerade von euch weg. Ich habe den nicht gesehen. Nee. Und gehen wir mal hier runter durch das andere Tal zurück und gucken, was wir sonst noch finden, wa? Ich komme. Ist das ein Krokodil da vorne? Ist etwas zu weit vor uns. Ja, nee, ist ein Baum. Der ein Killerwurm, Killeralligator. Nee, ist ein Baum. Alles gut. Sieht ja alles so nach vermeintlichen Höhleneingängen aus. Ja, ja. Ja, und wir natürlich, wir befüllen die Karte auch. Ja, genau. Boah, hier kann man ja auf der Oberweltkarte kann man ja noch weniger erkennen. Ja. Ach, die sind. Ich glaube, die ist, glaube ich, wahrscheinlich nur für die Höhlen. Ach. Auch nix. Voll das Fliederfell, das sieht voll hübsch aus. So ist aber Fingerhut. Ach verdammt. Aber hier scheint es baschig warm zu sein, so, oder? Wo seid ihr beiden denn? Ah, da hinten. Hinter dir. Keine Eingeborene. Ja, ich scoute. Daniel, stopp. Was ist denn? Was hast du gejagt? Eine Echse, beziehungsweise dahinter war noch ein Reh, aber ich krieg weder das eine noch das andere. So, hier ist nämlich der andere Höhleneingang. Den können wir sonst morgen mal machen oder so. Kann nicht mehr Echse tragen. Daniel, hier liegt noch ein Stück Echse. Hast du noch Platz?
glaube fast nicht. Hier ist auch noch der andere. Scheint das Land der Echsen zu sein. Oh, da ist noch ein Reh. Ja, ja, das hat der Daniel gerade angeschossen. Ich treib's in eure Richtung. Ah, ich kann noch. Mutant, Mutant, Mutant. Dann kommt zu uns bitte. Ein Stückchen weiter als das Reh. Ja, komm noch mal hier runter. Ja, schon da. Oh, hier ist auch noch ein Reh, warte. Scheint war es nicht interessant genug für den Mutanten. Ich habe wieder ein Reh erwischt. Ich habe das gehört. Zarten Schritte. Ab die Mutanten angegriffen, sind die abgehauen oder was? Nee, der ist gar nicht aufgetaucht. Hauptsächlich braucht man Rehfälle für unsere Bude, ne? Ja, da hinten läuft der Putt. Mann, das ist hinter mir. Wo seid ihr beiden? Ich bin knapp hinter dir und Daniel ist ein ganzes Stück hinter dir. Ja, vielleicht sollten wir am Flussufer zurück zu unserer Hutze gehen, weil da hinten lief eine Mutantenpatrouille. Ich würde also hier rumgehen. Ja, dann bitte. Ich höre was stampfen. Ja. Ich nicht. Ja, nicht hier verstampfen. Ja. Ach, das Lager kennen wir, Peter, ne? Ja, genau. Das Pfadfinderzelt. Ich sehe auch, wo das Stampfen herkommt. Ich sehe zwei Mutanten. Die Frage ist, was machen wir mit ihnen? Wollen wir sie angreifen? Offenem Feld würde ich sagen, höchstens verteidigen. Wir sind jetzt hier unten schon am Fluss. Na gut, dann komme ich runter. Wie wechsle ich Pfeile, Daniel? Runter gucken und dann R. Ah. Wird dir angezeigt. Gab's in den Hütten irgendwas Brauchbares? Glaube ich nicht, wa? Leguanam. Ja, kann sein, dass da ein paar Seil oder Stoff auf jeden Fall noch ist und ein paar Totems. Kann natürlich auch sein, dass da ein paar Dorfbewohner rumhängen. Na, Baby, Vorsicht. 1 Uhr. Doch, nee, hab's schon auf. Ja, da ist noch eins. Ja. Wenn die wenigstens irgendwas geben würden. Das heißt Muschiklaus ist in der Nähe. Mutter. Das Mutter. Jede Menge Totems, aber was ist denn los hier? Und Beine. Oh, das Kind ist, das Baby ist gegen Kuchen gefallen. Alter! Mit das Fieseste eigentlich fast. Irgendwo noch eins sein. Ja, hier. Ah, hier. Erledigt. Da hast du mal noch Platz hier für das Leguan-Fleisch. Wo bist du? Hier. Links von dir. Vor dir. Da. Okay.
So, holt mal eure Beutel raus. Hier müsste es nämlich jetzt auch noch jede Menge Giftpfeilzeug geben. Okay. Also mein das Beutel ist noch voll. Aber ich könnte ja mal... Aber hier wächst auch Chicorée, okay. Ja, den kannst du ja so... Hier, kommt mal zu mir, hier ist Giftzeug. Gut. Wenn ich den sammle, ist der für euch weg oder könnt ihr den auch nochmal sammeln? Ich kann sammeln. Muss der Beutel dafür leer sein?